the fame. KGB was dogging me. Take my name, but just let me be. Then a bigger boy called my name. On and on. Yo ho, tell 'em hip hop better wake up. Now cut for me, mommy. Up, just cut for me, mommy. Okay. Just blaze. Okay, different. Okay, freeway got the hood on smash, poppin' tick. Step on gas and get ghost, nigga. Freeway got the club on lock. Step on stage, shut it down. Leave with a bra, check for an edge. Post up, fans are circle the block. Call the cops, it's the rock in your area. Post up, distribute to the block. Freeway, move the rocks in your area. Yeah, block tried to shut me down. Cops tried to shut me down. Haters wanna hit me up. But my Glock carry heavy rounds. Mac carry heavy rounds. Packed in a Chevy truck. We rip crowns. Whole lot of volume and a little bit of bass is all it takes to make the place get wild. Whole lot of style and a little bit of cake is all it takes to make us skate. Flip side. Flip side. Flip files okay. And a little bit of bass is all it takes to make the block get wild. Get wild. Our keys and a little bit of cheese is all it takes to make a leave. With D, with D, with D. Tell that hoe to tootsie roll on the pole. I'm trying to... Select your character. Select your fighting style. Get ready, fighters. Mark und Peter. Mark Rudi. Ja, bei wem hast du das gelernt? Bei Herrn Weißenberg. Also da möchten wir auch mal tanzen. Also. Der macht nicht nur Turniere, der ist auch ein sehr, sehr guter Tanzlehrer. Electric Boogie, ist das sehr schwer, wenn man keine Steckdose in der Nähe hat. Also ich würde mal folgendermaßen das Ganze ausdrücken. Das ist natürlich sehr schwer, das nachzuvollziehen und zu glauben. Sie kennen alle sicherlich den Slow Foxtrot. Okay? So, der Slow Foxtrot, die linke Welle. Das heißt also, wenn ich den Slow Foxtrot tanze, dann muss ich auf eine besondere Fußarbeit achten. Und als ich mich mit dieser Technik auseinandersetze, da... habe ich eine bestimmte Tanzart verstanden, und zwar Electric Boogie, den Moonwalk. Ja, also man könnte das Ganze natürlich auch so machen. Und so weiter. Na, so bin ich da drauf gekommen. Und deswegen kann ich durchaus sagen, dass Herr Weißenberg mein Lehrer für Electric Boogie ist. Ja, danke, danke schön, Marc. Danke schön. Das ist Vielen eine Dank. Tolle Erklärung. Nebenbei gesagt, Weltmeister im Electric Boogie. Mark Rudi. Ja, so lernt man das, mein lieber Rainer. Ne?
Aber ich muss sagen, er war wirklich ein toller Schüler. Das heißt, er ist eigentlich Profi, meine Damen und Herren. Er ist Tanzlehrer vom Beruf und ist ein talentierter Tänzer. Und er hat viele Jahre mit seiner Schwester in der deutschen Spitzenklasse in Standard getanzt. Und ich war immer überrascht, dass er sich mit solchen Tänzen auseinandergesetzt hat. Und da können Sie mal sehen, wenn man tanzen kann, kann man eigentlich alles tanzen.